Hallo, da bin ich wieder. Nachdem ich Ihnen per Video die Entstehung dieses Koges vorgestellt habe, möchte ich im Folgenden diesen Kog etwas ausführlicher betrachten. Im Gegensatz zu vielen anderen Kögen wurde die landwirtschaftliche Nutzung des Gotteskoges einerseits durch die Salzwasserüberflutung in den Jahrhunderten begrenzt. Andererseits wurde das Land, das in großen Teilen unter dem Meeresspiegel lag, zum Sammelbecken für das Oberflächenwasser von der Geest, sodass ständig ein Viertel der Fläche überflutet war. Zudem wies der Gotteskog eine geringe Bodenqualität aus. In Folge waren die landwirtschaftlichen Erträge der Siedler niedrig. Da ihr Landbesitz aber an die Pflicht zur aufwendigen Deichunterhaltung gebunden war, verließen viele von ihnen nach kurzer Zeit den Kog wieder. Bereits 1622 legte der niederländische Deichbaumeister Klaus Jansen Rollwagen einen Plan vor, nachdem windbetriebene Schöpfwerke das Wasser aus den Gräben im Gotteskog in die Seelzüge heben und in die Nordsee ableiten sollten. Damit schaffte Rollwagen die Grundlagen zur Trockenlegung des Koges. 1709, der Deichbau wurde nunmehr von den Landesherren an Investoren vergeben, erhielt eine Gruppe von Interessierten einen Vertrag zum Bau von Deichen quer durch den Gotteskog, um den südlichen Teil des Koges von den nicht eindämmbaren Überschwemmungen des Bundesgarder Sees im nördlichen Teil zu schützen. Es entstand der Interessentenkog, der daraufhin landwirtschaftlich erfolgreich genutzt werden konnte. Im nördlichen Teil des Koges waren noch bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein die Wege im Winter unpassierbar und die Warften wurden zu Halligen. Einen Großteil des Jahres war die Fortbewegung nur mittels Flachbodenboot möglich. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, der gemäß Versailler Vertrag geforderten Volksabstimmung in Nordschleswig und der nun folgenden Abtretung Nordtonlands an Dänemark verzögerten sich die geplanten Entwässerungsmaßnahmen. Erst 10 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg wurde mit dem Bau der Schöpfwerke Verlatt am Rutebühler See und Hemmens warf Südwesthörn an der Nordsee die Entwässerung des nördlichen Gotteskoges eingeleitet. Durch diese Maßnahmen sank einerseits der Wasserstand auf das heutige Niveau von 2,10 Meter bis 2,60 Meter unter Normal Null. Andererseits litt die Qualität des Grundwassers dadurch so stark, dass es nicht mehr als Trinkwasser genutzt werden konnte. Von 1922 bis 1927 wurde infolge der Abtretung Nordtonlands an Dänemark die Marschenbahn zur Anbindung der Ferieninsel Sylt neu konzipiert. Es erfolgte der Bau der Trasse von Nibel durch den Gotteskog nach Klangsbüll und der Anschluss an den ebenfalls neu erbauten Hindenburgdamm. Im Jahre 1930 entstand mit der Straße von Nibel nach Klangsbüll eine erste befestigte Landstraße durch den Kog. In der Zeit des Nationalsozialismus sollte im Gotteskog sogenannter Lebensraum für arbeitslose Landarbeiter geschaffen werden. Dazu wurde der Kog von 1935 bis 1939 durch Schotterstraßen und Wege erschlossen. Weitere Entwässerungsmaßnahmen, das Aufpflügen der torfigen Untergründe und der Bau von einfachen Höfen dienten ebenfalls den ideologischen Zielen. Allerdings führten die weiterhin geringe Bodenqualität, das für Mensch und Tier ungenießbare Wasser aus den Entwässerungsgräben und die häufigen Überschwemmungen nicht selten zur schnellen Aufgabe der bäuerlichen Existenzen. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg verbesserte sich die Ertragssituation der Höfe allmählich, nachdem ab 1953 mit dem Programm Nord die Kultivierung der landwirtschaftlichen Flächen und die Elektrifizierung erfolgte. Nachdem im Rahmen dieser Maßnahmen auch der Wasserspiegel so weit gesenkt wurde, dass von den Wasserflächen im Kog kaum noch etwas übrig blieb, stellte man fest, dass ca. 3000 Hektar der Böden landwirtschaftlich nicht nutzbar waren. Da diese sogenannte kranke Marsch nicht saniert werden konnte, wurde sie zunächst aufgeforstet. Effektive Weidewirtschaft und verstärkte Besiedlung wurde aber erst mit Beginn der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts durch den Anschluss an die Wasserversorgung von der Geest möglich. Soweit zur Erschließung des Gotteskoges. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hören wieder voneinander.